Kurt Angle ist vielleicht der ultimative Wrestler mit olympischem Gold und viel Zeit bei WWE. Aber das bedeutet nicht, dass es ein einfacher Weg für den Wrestler war, der in seiner Zeit mehr als seinen fairen Anteil an Tragödien bekämpfte. Hier ist die tragische Geschichte von Kurt Angle. Alles, was Kurt Angle in seinem Leben erreicht hat, musste er ohne seinen Vater tun, der vor Jahrzehnten durch einen tödlichen Unfall starb. David Angle war ein Kranführer, der an allen Wrestling- und Footballspielen von Kurt teilnahm. 1985, als Kurt 16 Jahre alt war, stürzte sein Vater von einem 15 Fuß hohen Kran und landete auf seinen Kopf. Trotz gebrochenem Schädel ging David Angle selbst ins Krankenhaus, aber fiel ins Koma und starb 2 Tage später. Kurt reagierte auf diesen katastrophalen Verlust, indem er das tat, was er am besten konnte: sich in der Leichtathletik vertiefen. Er hatte eine erstaunliche Footballleistung in derselben Woche, in der sein Vater starb. Allerdings könnte der Tod seines Vaters der Grund gewesen sein, warum der junge Kurt schließlich der Mann wurde, der er war. Wie er in seiner Autobiografie sagte: "Ich bin erwachsen geworden, habe meine Ängste an dem Tag überwunden, an dem mein Vater starb. Ich habe mir sofort geschworen, ein Champion zu werden und alles zu tun, was nötig ist." David Shaws, der 1984 olympisches Gold gewann, trainierte Angle für die Spiele von 1996, konnte seinen Protégé aber nie triumphieren sehen. Shaws und Angle waren Mitglieder des Team Foxcatcher, einer Wrestling-Truppe, die vom wohlhabenden Philanthropen John DuPont finanziert wurde. Leider hatte DuPont ernsthafte psychische Probleme, die sich laut Gerichtsaussagen verschlimmerten, als sich sein Team auf die Olympischen Spiele vorbereitete. Er bedrohte mehrere Wrestler, darunter zog er eine Waffe auf einen, während er ihn aus dem Team warf. Am 26. Januar 1997 schoss DuPont 3-mal auf David Shaws. Für dieses Verbrechen wurde DuPont zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und starb 2010 hinter Gittern. Ein am Boden zerstörter Angle war schließlich das einzige Mitglied des Teams Foxcatcher bei den Olympischen Spielen und er widmete sich der Ehre seines Trainers so gut er konnte. In case you didn't know, I won a gold medal with a broken freaking neck. Während seiner Pro-Wrestling-Karriere hat Kurt Angle ständig damit geprahlt, seine Goldmedaille mit einem verdammten gebrochenen Genick gewonnen zu haben. Er hat es so oft genug gesagt, dass es zu einem abgenutzten Schlagwort geworden ist, so dass man leicht vergisst, wie ernst der Vorfall wirklich war und wie es dazu beigetragen hat, ihn auf den langen Weg der Verletzung und Sucht zu führen. 3 months before the Olympics, and this is right before the Olympic trials, I broke my neck at the US Open. Angle landete während der olympischen Prüfung hart auf dem Kopf, wobei er sich 2 Bandscheibenvorfälle zuzog, 2 Wirbel brach und 4 Nackenmuskeln zerrte. Und doch, trotz erlittener Verletzungen, die ihn unbedingt aus dem Wettbewerb für die Spiele hätten schlagen sollen, machte er weiter. Als er am nächsten Tag zum MRT kam, ordnete sein Arzt an, dass er sich mindestens 6 Monate ausruhen und heilen soll. Das hätte ihn von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Also fand Angle einen Arzt, der nach seinen Worten entweder schlau oder dumm genug war, um ihm das Ringen zu erlauben. Angle fuhr den Plan dieses neuen Arztes bis zum olympischen Gold. Aber leider entwickelte er auch ein Bedürfnis nach mehr. Kurt Angle ist bei weitem nicht der einzige Wrestler, der gegen die Drogensucht gekämpft hat, aber sein Kampf war besonders schwierig. Zusätzlich zu den Olympischen Spielen hatte Angle viel Verletzung als Pro-Wrestler erlitten, was dazu führte, dass er eine Sucht nach Schmerzmitteln aller Art entwickelte. Laut Interviews hatte er sogar ein System, bei dem er von Arzt zu Arzt ging, um verschiedene Rezepte zu bekommen. Bis 2006 sagte der Pittsburgh Tribune Review, er sei immer noch clean, aber das hielt leider nicht an. Während eines CBS-Interviews in 2014 gab Angle einen 7-jährigen Kampf mit einem potenziellen tödlichen Cocktail aus Morphium, Xanax und Alkohol zu, den er erst etwa 1 Jahr zuvor bekämpft hatte. Unterwegs halfen ihm diese Drogen, 4 Verhaftungen wegen DUI zu erhalten. Eine im August 2013, als Angle in Texas wegen rücksichtslosen Fahrens festgenommen wurde. Es war eine Verhaftung zu viel für den Olympier. Kurz darauf kündigte er auf Twitter an, dass er in die Reha gehen würde und sagte: "Angesichts der Ereignisse werde ich sofort ein Rehabilitationszentrum betreten. Mir ist klar, dass dies eine entscheidende Zeit in meinem Leben ist und ich bitte um euer Verständnis sowie um eure Gebete und eure fortgesetzte Unterstützung." Im Jahr 2003 hatte Kurt Angle bereits mehr als genug Tragödien erlebt, aber weitere herzreißende Neuigkeiten waren auf dem Weg. Kurts Schwester Leanne verlor ihr Leben an einer Heroinsucht. Ihr am Boden zerstörter Bruder sprach lange Zeit nicht öffentlich darüber, bis er 2014 ein YouTube-Videojournal zusammenstellte, um sein Comeback nach der Operation aufzuzeichnen. Wie er erklärte, ging er mit dem Tod ungefähr auf die gleiche Weise um wie mit dem Tod seines Vaters und dem seines Trainers, durch die Leichtathletik. In diesem Fall hat er nur einen Tag nach Leans Tod ein geplantes 1-stündiges Match mit Brock Lesnar bestritten. Und obwohl das ein unglaubliches Match war, erkannte Angle im Nachhinein, dass es ein ziemlich schrecklicher Trauermechanismus war. I didn't deal with that either. I went out there and had one of the best matches of my life. I hid the pain. And you have to realize, dealing with the pain is a part of life.
Obwohl das Leben von Kurt Angle seit etwa 2014 weitgehend sauber und dramafrei war, musste er sich kürzlich mit einem der schlimmsten Dinge auseinandersetzen, mit denen man konfrontiert werden kann. Das Erkenntnis, dass sein Familienmitglied ein Mörderer ist. Am 20. September 2015 rief Angles Bruder David die Notrufnummer 911 an, um mitzuteilen, dass seine Frau Donna bewusstlos sei. Ihm zufolge hatten die beiden einen häuslichen Streit, der mit ihrem Tod endete, und kurz darauf wurde David Angle festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Im Juni 2016 bekannte sich David einer geringeren Anklage wegen fahrlässiger Tötung schuldig, wurde zu maximalen 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Obwohl Kurt in diesem Vorfall nicht verwickelt war, kann es schwierig sein, mit jedem Toten einer Familie umzugehen, und ein so sinnloser und gewalttätiger wie dieser kann wirklich eindringlich sein.